Ja, hallo, uns gibt's noch. Hi, hallo. Und wir halten uns immer noch in unserem Wohnmobil auf. Mhm. Und bei dem Regen macht es nicht so viel Spaß wie bei Sonnenschein. Nein, und deshalb nütze mir jede Gelegenheit, wenn es nicht regnet, rauszugehen. Und sich ein bisschen die Füße verdrehen, frische Luft zu schnappen. Mhm. Wenngleich es in unserem Wohnmobil nicht stickig ist. Nein, und auch gemütlich warm. Ja, aber trotzdem, also wir sind jetzt ein bisschen am Neckar spazieren gegangen, mhm, und wir haben gedacht, wir bringen mal wieder einen Statusbericht, wie es um uns ausschaut, und das machen wir auch. Mhm. Aber dazu gehen wir jetzt in den Gustl, würde ich sagen, oder? Jawohl, jetzt gehen wir erstmal in den Gustl, machen uns einen Tee, ja, und dann melden wir uns wieder. Ihr könnt euch so lange das Intro anschauen. Oh, das war jetzt nicht so schön gesagt. Wieso? Intro-Anschauer. Nicht? Nein. Dann könnt ihr euch auch einen Tee machen. Wir sind genau gleich wieder da. Macht euch auch einen Tee, dann habt ihr es gemütlich. Ja, wir sind gleich wieder da. Also bis gleich. Und sie lacht. Ah. Hallo, wir lachen noch. Ja, und wir leben noch. Ja. Hurra, wir leben noch. Ja, genau, gerade haben wir drüber gesprochen, über Wilma. Ihr kennt wahrscheinlich den Song alle, zumindest unsere Generation. Hurra, wir leben noch. Aha. Normal wird man das jetzt einspielen, aber das dürfen wir ja wegen Copyright nicht. Nein. Denn wir kennen ja auch Artikel 13. Ja, ja, da ist ja ganz groß in der Diskussion. Ja, genau, mit dem Urheberrecht. Ja, ich könnte es euch aber jetzt vorsingen. Oh, lieber nicht, so schaltet ihr alle aus und erfahrt nichts Neues. Dann haben wir eine Tonstörung. Ja, dann sonst erfahrt ihr nichts Neues. Das wollen wir jetzt nicht. Also hurra, wir leben noch. Was mussten wir nicht alles überstehen und leben noch? Ja? Also so geht das Lied von der Milva. Hört es euch mal an, ein schönes Lied, an das wir jetzt öfters denken, wenngleich es uns nicht schlecht geht. Nein, und so geht es ja eigentlich sehr gut. Ja, und trotzdem ist diese Situation, in der wir uns befinden, nicht lustig, und wir würden sie uns kein zweites Mal raussuchen. Nein, so in dieser Form nicht. Ja. Mhm. So, aber da kommen wir jetzt gleich zu. Jetzt machen wir erstmal, wir haben eine Liste aufgestellt, was wir alles besprechen müssen. Ja, was machen wir? Das machen wir Punkt für Punkt, und dann gucken wir als erstes eins. Und wir möchten uns euch erstens einmal danken für die vielen, vielen Kommentare, vor allem auch für die vielen E-Mails. Wir haben solche lieben und netten Kommentare und E-Mails bekommen. Herzlichen Dank dafür. Ja, das hat uns riesig gefreut. Ja. Wenn ihr enttäuscht seid, dass wir nicht geantwortet haben oder dass wir auf viele Kommentare nicht richtig geantwortet haben, nur mit einem Herzchen, dann liegt es einfach darin, das war schlichtweg zu viel. Wir haben das nicht mehr im Griff. Wir haben auch noch nebenbei viele Dinge zu tun. Unsere Tage sind eigentlich relativ ausgelastet, kann man so sagen, Ossi? Ja, klar. Ja. Und es war einfach zu viel. Wir haben es nicht geschafft, seid uns nicht böse. Wir haben so gut wie keine E-Mail mehr beantwortet. Aber wir lesen sie wirklich alle. Ja, und wir wirklich haben es uns zu Herzen genommen. Auch gerade die ganzen Tipps mit dem mobilen Space. Ja. War sehr hilfreich, aber wir haben nicht mehr darauf geantwortet. Und dann auch, was wir ganz besonders toll gefunden haben, das war, wie uns angeboten wurde sogar, dass wir in einer Ferienwohnung von jemandem ja, und dass wir vorbeikommen können, Wäsche waschen und duschen und eben oder Wasser fassen und alles. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Also so oft wie uns Wasser angeboten wurde, wir können durch ganz Deutschland fahren und überall haben wir Adressen, wo wir Wasser holen können. Ja, also vielen Dank, das hat uns natürlich sehr gefreut. Richtig. Und, ja. Aber wir brauchen es nicht in Anspruch nehmen, nein. Überall kriegt man Wasser, also wir haben nirgends Problem gehabt, Wasser herzubekommen. Nein, man muss sich halt Gedanken machen, man muss sich überlegen, wo bekomme ich Wasser her, muss bestimmte Stellen anfahren und ja, es ist nicht so locker, würde ich jetzt einfach mal sagen, oder? Oh, wie ja, wenn man im Sommer irgendwo hingeht, man kriegt überall Wasser. Naja, das war jetzt die ganzen Stellen, jetzt haben wir das Wasser offen. Jetzt ist das Wasser wieder offen am Anfang. Anfang. Vor 7 Wochen war es problematischer. Aber jetzt ist eigentlich alles offen. Ja, also diese Plätze, die wir angefahren haben, da war jetzt das Wasser überall offen. War also kein Problem mehr. Ja, und auf Kriegsfuß stehe ich weiterhin mit meiner Wäsche, auch wenn es der eine oder andere die Augen verdreht. Es ist einfach auch ein Fakt, wenn man hier wohnt, dann wohnt man hier und dann fällt halt Wäsche an. Und mit den Waschsalons, ich glaube, mit Waschsalon werde ich mich nicht richtig anfreunden. Ja, wir waren jetzt 3 Mal im Waschsalon. Und der 4. Mal steht jetzt dann an. Das 4. Mal steht an, dann nehmen wir wieder einen anderen. Mhm.
Und das wird dann der letzte sein? Denn ja, ich weiß nicht. Das der wird der letzte sein. Das sagt Helle. Mal schauen. Also jetzt weiter. Wie geht's jetzt los? Das war jetzt nochmal so ein Kurzdurchblick, mit was ich etwas zu kämpfen habe. Also wir sind gefragt worden, wie seid ihr eigentlich in diese Situation geraten, um das nochmal jetzt ganz klar zu sagen. Also es ist so, wir haben im Dezember, wir haben vorgehabt, unser großes Haus zu verkaufen und uns eine Eigentumswohnung zu kaufen. Die Eigentumswohnung sollte in Süddeutschland liegen und die musste viele Kriterien erfüllen. Die Ossi hat die Latte relativ hoch gesetzt. Ja, nicht nur ich, Helle auch. Ja. Und wir haben dann ein Angebot gefunden über Immobilien-Scout24. Das kam, dann haben wir uns das Exposé bestellt und da haben wir gedacht, eigentlich erfüllt diese Wohnung, die da angeboten wird, noch mehr Kriterien, als wir uns das als Minimum vorausgesetzt haben. Dann haben wir uns die Ortschaft angeschaut, in die wir ziehen wollen. Waren wir am Anfang sehr skeptisch, aber dann haben wir gedacht, das ist eigentlich gut. Dann haben wir gedacht, das machen wir. Das war im Dezember 2017. Mhm. Wir sind dann, nachdem wir 6 Wochen lang recherchiert haben, ob wir da hinziehen wollen könnten und ob das alles soweit passt. 6 Wochen haben wir ungefähr recherchiert, kann man sagen, 6-7 Wochen. Ja, bestimmt. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das. Dann sind wir zum Notar gegangen. Wir haben dann mit dem Bauträger gesprochen. Die Wohnung, der Keller stand schon im Rohbau. War ja schon, ja. Und der Bauträger hat gesagt, also die Fertigstellung, wenn das Wetter mitspielt, ist bis vor Weihnachten 2018 sind sie eingezogen. Beim Notarvertrag habe ich dann gesagt, ich hätte gerne den Einzugstermin schriftlich. Da hat er gesagt, er weiß natürlich nicht, was für Wetterbeeinflussungen und sonstige Beeinflussungen auftreten. Er kann uns Dezember nicht schriftlich geben, aber er gibt uns den 31.03. als letzten Bezugstermin schriftlich. Dann haben wir gesagt, okay, das langt uns aus. Aber er hat gesagt, sie brauchen sich da keine großen Gedanken machen, bis Dezember, das müssen wir schaffen. Gut, dann haben wir unser Haus verkauft, auch schon im Januar 2018 und haben zum Käufer gesagt, also Einzugstermin ist Dezember, aber es könnte sein, dass sich unser Bauwerk verzögert um 4 Wochen, also Einzug ist spätestens Ende Januar. Dann kam der 1. Januar, unser Bau ging auch voran, das Wetter war einwandfrei. Ging eigentlich bis in Herbst rein, alles. Bis in Oktober ging alles planmäßig. Und dann haben wir auch noch im November mit dem Fliesenleger telefoniert. Der hat gesagt, ich bin vor Weihnachten aus ihrer Wohnung heraus. Fakt ist, von da an war er nicht mehr gesehen. Und so ging es mit vielen anderen Handwerkern auch. Also was da im Hintergrund gelaufen ist, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall, auf dem Bau lief nichts mehr. Mhm. Der Fliesenleger hat jetzt erst wieder vor 14 Tagen ungefähr seine Tätigkeit. Na, schon vorher schon. Ja, aber moderat angenommen. Ja, aber das ist ja eigentlich, das tut jetzt eigentlich nichts zur Sache hier. Also Fakt ist, dass wir, so wie es aussieht, zum 1. April umziehen oder beziehungsweise einziehen können. Da ist auf jeden Fall alles gerichtet danach. Also der Bauträger hat es bis zum Schluss ausgelutscht. Er kann sich natürlich auch an sein Versprechen nicht mehr erinnern, was nicht gerade für die Seriosität des Bauträgers spricht. Ja, zumal wir ja auch schon andere Eigentümer von Wohnungen getroffen haben, richtig, die auch sehr enttäuscht sind vom Einzugstermin, wenn nicht sogar auch wütend, weil also... Bei einem steht sogar im Notarvertrag drinnen, Einzugstermin Herbst 2018. Ja? Mhm. Also man muss sich das mal geben. Voraussichtlich steht es. Voraussichtlich. Ja, das, man kann ihn nicht festnageln. Bei uns steht drinnen verbindlicher Einzugstermin spätestens 31.03. Also da nageln wir ihn auch fest. Ja? Aber woanders hat er reingeschrieben, voraussichtlich Herbst 2018 und macht keine Bemühungen, die Wohnungen fertigzustellen. Also das spricht nicht... Es spricht nicht für die Seriosität eines Bauträgers, so kann man das ganz klar sagen. Ja, okay. Ja, aber, jetzt lassen wir dieses Thema. Natürlich, wir wollen ja auch nur sagen, wie es dazu gekommen ist. Ja? Wir wussten von Anfang an, dass wir 31.03. drinnen stehen haben. Wir hätten nie gedacht, dass das bis zum letzten Tag ausgenutzt wird. Ja, das hätte man natürlich nicht. Zumal der Bau ja eigentlich fertig. Der hätte tatsächlich, wenn die Handwerker zusammengearbeitet hätten und wenn das geklappt hätte, hätten wir vor Weihnachten spätestens Mitte Januar einziehen können. Das war alles vorhanden. Allerspätestens Mitte Februar. Ja.
Aber okay, das ist jetzt, so ist es jetzt. Und wir dadurch. Von Anfang an haben wir gesagt, notfalls ziehen wir in unseren Gustl. Ja, genau. Also, das haben wir immer gesagt. Allerdings sind wir nicht von so einer langen Periode ausgegangen. Richtig. Ja. Wir hadern auch nicht damit. Nein. Es ist eine Lebenserfahrung. Mhm. Die, über die wir wahrscheinlich auch in 3, 4, 5 Jahren lachen werden. Ja. Lachen wir auch heute schon drüber. Wir haben keine schlechten Erinnerungen. Uns fehlt ja nichts. Also nein, wir haben ja alles. Ja. Wir müssen ja nicht arbeiten. Ja? Ja, was heißt, wir müssen nicht arbeiten? Wir arbeiten jawohl. Ja, aber nicht jeden Tag mit einem 8-Stunden-Tag. Nein, das natürlich jetzt nicht. Ja. Und da kommt dann wieder das Internet, WLAN ins Spiel mit unserer Arbeit. Das eben, aber es hängt halt alles auch mit, in der neuen Wohnung haben wir dann nachher Glasfaser und es ist alles so im Umbruch und deshalb wollten wir uns ja jetzt auch nicht so richtig fest auf irgendeinen Anbieter dann einlassen, weil das sind ja dann auch wieder gleich Jahresverträge und alles. Mit dem Mobilfunk? Ja, eben, genau. Weil das sind ja dann auch immer gleich Jahresverträge und wir haben dann immer gesagt, also die paar Wochen werden wir über die Bühne kriegen und es ist halt etwas komplizierter oder manchmal etwas nerviger, wenn dann plötzlich kein richtiges Internet mehr vorhanden ist. Aber es geht. So, es und geht. Jetzt müssen wir kurz einen Schnitt machen. Einen Schnitt? Ja, damit wir eine neue Datei erzeugen, weil sonst kriege ich die wieder nicht auf dem Laptop drauf, wenn es zu lang wird. Ah, okay. Also Schnitt! So, und schon geht's weiter. Also. Ja, also, wie lebt es sich auf 12 Quadratmetern? Eigentlich gut. Grundsätzlich gut. Gut, ja. Aber ich sag mal, man ist als Paar schon sehr nebeneinander. Also ich sag das, jetzt schaut sie mich an. Nebeneinander, ja. Also ich sag mal so, wenn mal, was ja im Alltag immer ist, einmal ein Wort nicht so richtig passt, dann geht der eine in die Küche, der andere geht in ein anderes Zimmer und dann ist man mal, sieht man mal sich 10 Minuten nicht und danach ist das alles wieder vorbei. So würde ich das jetzt mal im Alltag sagen. Das ist hier nicht der Fall. Hier sehen wir uns 24 Stunden am Tag ohne Unterbrechung, es sei denn, die Bussi geht mal schnell ein Brot holen oder ich tue mal entsorgen oder was auch immer. Also, aber sonst sehen wir uns 24 Stunden und sind in unmittelbarer Nähe voneinander in 24 Stunden. Ich sag mal, das meine ich jetzt bildlich, man sollte sich gut riechen können, um auf so engem Raum miteinander leben zu können. Ja. Ja. Stimmt das? Ja. Ja. Mhm. Also, es ist durchaus eine Prüfung für eine Partnerschaft und es ist okay, aber eine Wohnung ist eine Wohnung für uns. Es gibt viele Leute, die leben auf 12 Quadratmetern zusammen. Ja. Auch im Winter haben wir auch welche getroffen. Genau. Ja. Wir haben sogar welche getroffen, die haben eine Wohnung und leben lieber im Wohnmobil. Ja. Unser Ding wäre es nicht. Nein, das muss ich also wirklich jetzt auch sagen. Ich meine, hier ist nicht nur das Fahrerhaus, ist auch unser Wohnzimmer. Wohnzimmer, Küche, alles in einem. Es ist schon sehr beengt. Wir sitzen uns wirklich permanent nebeneinander, gegenüber und ja, also man ist wirklich auf engstem Raum. Es geht. Es ist ja nicht so, wir sind ja nicht im Urlaub. Ja. Also wir leben hier drin. Es ist unser Alltag, würde ich jetzt sagen. Alltag, ja. Urlaub ist etwas ganz anderes, ja. Und klar, manchmal geht man sich tierisch auf den Geist. Oh. Ja. Ja, das gibt's. Man muss dann natürlich schon auch einiges mal viel runterschlucken. Du auch? Nein, es ist einfach so, weil alles so beengt ist. Man muss auch immer schauen, dass alles ordentlich irgendwie ist, wo wir jetzt wieder bei Ordnung und Toleranz sind. Oder man muss tolerant sein. Ja. Also es ist nicht einfach. Oder ja, nein, wie soll man das sagen? Wenn ich eine E-Mail schreiben muss, da unten ist mein Laptop, den muss ich erstmal auspacken, dann ist hier schon wieder der Platz belegt. Also es ist natürlich alles viel mühsamer. Und was ich ganz klar sagen muss, ich habe hier einen bequemen Fahrersitz, wo ich die Lehne runterstellen kann, wo ich meine Füße hochlegen kann. Ja? Aber ein bequemer Fahrersitz
ersetzt mir nicht meine Couch daheim. Mhm. Ich lege mich daheim gerne auf die Couch, mache für ein paar Minuten meine Augen zu, auch am Mittag. Oder ich lege mich auf die Couch und schaue ein bisschen fern. Das kann ich hier auch bequem. Fernseher habe ich auch hier. Aber es ist auf meiner Couch einfach bequemer, als es hier im Pfarrhaus ist. Das muss man ganz klar sagen. Und dann kommt eins dazu, dass ich mir gern zum Beispiel das Auslandsjournal anschaue. Ich schaue mir das Auslandsjournal regelmäßig um 2 Uhr, 3 Uhr an, also tagsüber, weil ich abends das gar nicht mehr sehen mag oder schon im Bett bin. Und da habe ich meine Mediathek daheim. Die habe ich hier nicht dabei. Also hier kann ich nur Fernsehen schauen, was jetzt live kommt. Denn wir können zwar offiziell auf den Alphatronics-Fernseher aufnehmen, das ist so eingestellt. Mhm. Theoretisch ja, praktisch funktioniert das nicht. Ja, ja. Da müssen wir uns vielleicht nochmal genauer kundig machen. Ja, man kann sich nochmal kundig dann machen. Dann für mich macht es keinen Film, einen Film oder eine Reportage aufzunehmen, die ich gerade anschaue. Ja, genau. Also, wenn das dann funktioniert wohl, ja. Ja. Aber das brauche ich ja nicht. Also nee. Wenn, dann will ich was aufnehmen, weil ich einen anderen Kanal sehen will, dann will ich den anderen Kanal aufnehmen und das scheint wohl, oder das funktioniert definitiv nicht. So. Mhm. Das zu den 12 Quadratmetern. Noch was? Sanitärbereich funktioniert gut? Ja, das läuft. Ist natürlich auch immer. Man muss immer schauen, wie wir schon erwähnt haben. Wenn man duschen will, muss man schauen, habe ich noch genügend Wasser? Da muss man es erstmal aufheizen, denn im kalten Wasser habe ich keinen Bock zu duschen. Also das sind halt solche Kleinigkeiten. Aber das funktioniert, da gewöhnt man sich dran. Unsere separate Dusche ist Gold wert. Also das wollen wir nicht missen. Wir hatten ja sehr viel schöne Sonnentage ja jetzt dieses Jahr. Da hatte man ja bisher schön Glück. Das war wunderbar. Wir konnten doch oft rausgehen, also immer raus, spazieren, Fahrradfahren, sonstige Sachen. Aber es gab ja jetzt auch die letzten Tage, da hat es ziemlich viel geregnet. Und da war mir der Raum hier etwas eng. Denn ich habe keine Lust gehabt, im Regen rauszugehen. Und dann war mir das einfach dann ein bisschen eng. Ich bin dann hier mehr oder weniger den ganzen Tag hier an diesem Platz festgenagelt. Ja, ja, ist ja nicht nur das eine, sondern wenn wir jetzt rausgehen, wie wir gerade jetzt außen waren, komme ich zurück und meine Schuhe schauen aus. Ja, ja. In der Wohnung ist kein Problem, stelle ich es auf die Terrasse raus oder ich tue sie ein bisschen abschwanken. Das ist hier alles de facto nicht möglich. Ja, es ist alles Schwieriger, enger, man muss alles mehr bedenken. Gut, das war's zu dem Punkt. Das war's auch zu dem Punkt. Machen wir nochmal eine neue Datei und dann geht's nochmal weiter. Okay. Dann wollen wir noch drauf eingehen, was haben wir jetzt in der letzten Zeit alles getrieben, denn wir haben ja nur online gestellt, also diese Verlosung nach Nürnberg. Oder Fahrradfahren da am Neckar entlang haben wir auch, das haben wir ja auch gemacht. Aber wir haben natürlich viel mehr erlebt. Wir waren auch viel mehr unterwegs. Ja. Wir waren in Oberjoch. Ja, das ist im Allgäu. Im Allgäu, das war sehr schön, war Schnee. Mhm. Aber entschuldigt bitte, wir hatten keine Lust, die Kamera rauszuziehen. Ja, wir waren ja auch eigentlich mit Familie dort. Und zuerst haben wir uns überlegt, soll man da was filmen, aber ich wollte einfach meine Familie genießen und da wäre mir das mit der Kamera einfach zu umständlich gewesen oder halt immer dran denke, was zu filmen. Wollten wir jetzt einfach nicht machen. Wir wollten unsere Familie genießen. Aber wir können euch sagen, es war sehr schön. Ja, also wir haben, strahlender blauer Himmel, der weiße Schnee, war schön. Wir haben die Kamera komplett weggelassen, weil wir einfach auch die Zeit für uns gebraucht haben. Mhm. Wir waren danach noch in Zürich, also in der Schweiz. Und da haben wir leider nicht gefilmt, also das hätten wir filmen sollen. Denn wir haben in Zürich ist ja die teuerste Stadt der Welt, heißt es. Ja. Und wir haben in Zürich auf den Campingplatz zu gehen, kostet ungefähr 50 Euro. Ja, ja, Euro oder Franken. Oder Franken, ja. Also das weiß ich jetzt nicht und ganz genau. Wir haben in Zürich einen freien Stellplatz in Stadtnähe gefunden, direkt am Zürichsee. Ja, also kann man jetzt nicht sagen, dass es ein freier Stellplatz ist. Ich meine, es ist ein Parkplatz. Es ist ein Parkplatz, aber kein so ein freier Platz, wie man sich das eigentlich jetzt so vorstellt. Es war ein Parkplatz, wo die Wohnmobile nicht verboten waren. Ein Familienfest in der Innenstadt von Zürich. Mhm. Das war also
hinter der Innenstadt. Also wir sind am Bahnhof vorbeigefahren mit dem Fahrrad, das waren 3,5 Kilometer. Ja, das war also und nicht sind tragisch. Mit dem Fahrrad praktisch, also von dem Parkplatz aus sind wir mit dem Fahrrad zu dem Fest gefahren und dann am Abend wieder zum Gustl zurück. Ja. Das war genial. Wir kommen sicherlich wieder nach Zürich und dann stellen wir euch den Platz mal vor. Der aber allerdings nur um die, also Winter, über den Winter, im Sommer ist das nicht, voll, ja. Weil das ist ja ein Schwimmbad. Ja, beim Schwimmbad und da wird man keinen Platz haben. Aber im Winter war das genial, also wir haben da wunderbar... War schön ruhig alles, mitten in der Stadt, ja. Also wunderbar Zeit verbracht, konnten ein bisschen Fahrrad fahren auch, Also das war ganz am Zürichsee entlang, muss man sagen, also in Zürich, das Fahrradfahren geht eigentlich wunderbar. Hat ja viele, du kannst mit dem Fahrrad überall fahren, wir in die Einbahnstraßen rein. Zürich, weil der Zürichsee, da fallen mir so viele Anekdoten ein, wie der Richard Wagner, der war ja... Ja, das brauchen wir jetzt nicht, das machen wir alles, wenn wir mal wieder in Zürich sind und wir werden auf jeden Fall nochmal nach Zürich auf jeden Fall kommen, auch in die Schweiz, zumal wir ja auch eine Schwerlastabgabe bezahlt haben, weil wir ja 4,5 Tonnen fahren. Ja, das zeigen wir euch auch und noch das alles. Erklären wir und zeigen wir dann alles zu gegebener Zeit. Gut, Ossi, also die Ossi habe ich jetzt da unterbrochen. Wir haben noch eins gemacht. Wir haben uns auch noch 2 neue E-Bikes gekauft. Ja. Die zeigen wir euch auch noch bei auch Gelegenheit. Genau. Ganz tolle Sache, Zeigen wir euch noch. Kommt auch alles und noch. Und wir wollen jetzt nur sagen, was wir alles getrieben haben. Ja. Und wir haben uns auch 2 Auszeiten genommen. Das heißt, eine die Ussi und 2 ich. Und zwar Viren-Auszeiten. Ja, also wir schieben es mal auf ein Virus. Ja, also zumindest war ich ein paar Tage flach. Ja. Die Ussi war danach ein paar Tage flach. Und dann war ich noch mal ein paar Tage flach gelegen. Mhm. Und das ging aber ganz gut. Also ich kann für meinen Teil sagen, und das glaube ich trifft ja auf dich auch zu, wir haben uns dann hinten hingelegt. Wir waren den ganzen Tag jeweils im Bett gelegen. Und es ging uns dann nach 1-2 Tagen deutlich besser. Mhm. Ja. Und der andere hat sich halt die Zeit da vorne mit anderen irgendwie totgeschlagen, Also, du musstest dir nur einmal totschlagen. Nee, du zweimal und ich nur einmal, Aber jetzt geht es uns wieder gut. Wir sind wieder gesundheitlich auf der Höhe. Aber unsere Erkrankung haben wir, also wenn es auch nicht so dramatisch gewesen ist, aber die haben wir auch erfolgreich hinter uns gebracht. Genau, das war auch was. Krank im Homo. Ja, genau. So, und jetzt machen wir noch eine letzte Datei. Da schalte ich nur mal kurz ab. Okay. Damit die Dateien nicht zu lang werden und ich sie dann noch auf den Computer übertragen kann. Okay. Technik halt. Willst du noch mal? Ja. Es hat auch geheißen, wenn man so viel Zeit hat und wenn man da so im Wohnmobil unterwegs ist, dann kann man doch sich das Leben angenehm machen, man kann wunderbare Sachen kochen, man geht gemütlich einkaufen in der Früh, macht sich ein leckeres Essen zum Mittag, genießt dann den Nachmittag und abends geht es dann mit einem Bier oder mit einem Gläschen Wein dann zum Abend über und dann schläft man theoretisch. Ja? Ich denke, das ist alles Urlaubsdenker. Ja, praktisch nein in unserer Situation. Ja. Praktisch ist es so, dass wir uns praktisch, wir müssen unsere Postfächer ständig, denn es gibt ja auch eine Privatpost, müssen wir unsere Postfächer ständig leeren, wir müssen ständig zu unserer Wohnung gehen, wir besprechen uns mit Handwerkern, wir haben jetzt Möbel rausgesucht, wir brauchen noch Garderobenmöbel, wir waren krank zwischendurch, haben wir gerade gesagt, wir haben uns auch sonst mit Markise zum Beispiel beschäftigt. Ja, aber das ist jetzt alles nicht so wichtig, oder? Nein, aber das ist unser Alltag. Ja, wir haben Alltag. Alltag. Aber ich koche eigentlich gern und wir haben hier sogar im Wohnmobil schon ein Fondue gemacht, ein Fleischfondue. Ja, das ist ja nicht viel zum Kocher. Ah doch, da habe ich Kartoffelsalat dazu gemacht. Ah ja. Ah ja, das ist immer, für mich ist immer alles nichts, ja. Da war Kartoffelsalat dabei, da war Fleischfondue und alles. Also das ist schon Aufwand im Wohnmobil, ja, ohne richtige Küche. Das ist ja Camorello hier, was wir haben, ja. Ja.
Also er will darauf hinausgehen, unsere Küche ist etwas klein. Ja. Es ist alles etwas umständlicher. Wir kochen gar nichts da drinnen. Was heißt, wir kochen gar nichts? Das stimmt ja doch gar nicht. Ja, aber wir kochen schon, aber halt nicht so, wie wir zu Hause kochen würden. Ja. Zu Hause koche ich sehr gerne und eigentlich im Prinzip fast jeden Tag. Und hier machen wir das so gut wie gar nicht, weil es einfach kein Urlaub ist. Das ist, wie nennt man das? Wir haben Alltag. Es ist Alltag. Wir haben Alltag. Aber daheim auch und trotzdem koche ich. Ja, aber hier im Wohnmobil. Es ist kein Urlaub. Im Urlaub ist alles ganz anders. Da schaltet man ja auch alles ab. Da ist der Ablauf ganz anders. Aber hier, also wir haben das, hier, das wir leben hier im Wohnmobil unseren Alltag. Ja, und es ist natürlich schon etwas anders. Ja, das ist eigentlich so zutreffend. Ja. Das ist ein Freizeitgefährt und das ist keine Freizeit, was wir hier verbringen. Nein, und deshalb ist das ja auch dann so mit den unangenehmen Sachen irgendwie halt schon ein bisschen beschwerlicher. Was für unangenehme Sachen? Ja, Toilette leer und immer wieder Wasser tanken und solche Sachen. Ja, das ist kein Problem. Ja, das sagst du jetzt. Ich sag, Koche ist kein Problem. Also ihr seht. Also, wie ihr seht, ja. Wie ihr seht, jeder hat so seine Befindlichkeiten. Was dem einen schwerer fällt, fällt dem anderen leichter. Aber so ist es halt. Wir sind ja unterschiedliche Menschen. Wir sind ja keine siamesischen Zwillinge. Jeder sieht die Sache einfach anders, ja. Aber im Großen und Ganzen sehen wir vieles gleich. Also zumindest haben wir Woche 7 schon überstanden. Ja. Ja. Wir gehen jetzt in die 8. Woche. Als Vorabkündigung, dann kommt eine nächste Woche, die ist dann ziemlich leer von Terminen. Aha. Dann gehen wir mal die dritte Solarpanel an. Mhm. Wir wollen also, wir haben jetzt. So, jetzt war die Speicherkarte voll. Ja, ja, ist halt immer irgendwas. Gab es eine kleine Pause. Für uns, für euch ja nicht. Nein. Ja, also zum Abschluss, wollen wir jetzt zum Abschluss kommen. Ja. Was passiert jetzt in der nächsten Zeit? Nächste Woche haben wir eine relativ ruhige Woche. Da fahren wir wollen uns um unsere Solaranlage kümmern. Mhm. Das heißt, wir haben eine 200 Watt Solaranlage drauf, die sehr gut ist übrigens. Und wir machen uns jetzt dann noch ein drittes Panel, wollen wir uns drauf fahren. Da fahren wir zu einer Firma, mit der haben wir schon telefoniert. Mhm. Und lassen wir uns das anschauen, ein Angebot machen und wenn möglich zügig einbauen. Dann haben wir ja, das haben wir ja schon mal gesagt, ja eine neue Navigation vorne, das Kenwood Navi, über das wir auch noch zusätzlich ein Video erstellen. Und da muss noch was an der Kameraperspektive gemacht werden. Das findet aber dann schon übernächste Woche statt. Aha, okay. Also wir haben jetzt nächste Woche dann eigentlich nur die Solar. Mhm. Und ansonsten haben wir Freizeit. Aha, okay. Und dann in der Woche drauf, da wird es dann ganz bunt. Da haben wir dann nämlich die Übergabe, die Vorabübergabe unserer Wohnung. Also mit den ganzen Mängeln, die da aufgelistet werden, die noch vorhanden sind. Ich hoffe, das sind nicht so viele. Ja, ein paar haben wir schon. Aber ich glaube nicht, dass das so dramatisch wird. Und dann fahren wir noch zur Insel Mainau. Und dann machen wir vielleicht auch ein Video. Mhm, genau. Weil da haben wir eine Veranstaltung. Jawohl. Und, eine geschäftliche Veranstaltung. Ja, und da hoffen wir, dass wir noch ein bisschen was zeigen können von den Blümchen. Das sind schon Blümchen da, oder sie? Ja, klar. Ja, ja, also, ja logisch. Also Blumeninsel Mainau kommt. Ja, und allerdings noch nicht so viele Blumen, aber ein paar gibt es bestimmt. Ja, und vielleicht, ja, gute Idee. Vielleicht können wir irgendwas von der Mainau drehen. Gute Idee, hat die Ursi gesagt. Ja, also und so geht es jetzt weiter und dann irgendwann kommt der Umzug und dann schalten wir diesen Kanal erstmal ab. Nein, ein Schluss machen wir noch. Dann. Ein Schlussvideo, wir ziehen aus unserem Wohnmobil aus. Ja, genau, so, wir schalten ja nicht ab. Nein, wir kommen dann auch wieder, aber dann wollen wir erst einmal in unserer Wohnung wohnen. Noch funktioniert Paragraph 13 ja nicht, oder? Wie ist das? Ja. Also schalte man auch noch nicht ab. Da wird man ja abgeschaltet. Wir werden nicht abgeschaltet im Moment. Nein. Also, insoweit, wir hoffen, das war jetzt nicht so langweilig für euch, nicht so langatmig. Weil es war ja ziemlich lange, das Video. Ich weiß es jetzt nicht, wie viele Minuten, aber ganz schön. Wir werden mal feststellen, wie lange wir jetzt da wieder gelabert haben. Ja, es geht uns gut. Mhm. Danke für eure Kommentare. Wir freuen uns immer, auch wenn wir nicht antworten.
Das ist nicht bös gemeint von uns. Bitte habt Verständnis dafür. Mhm. Und ja. Und wie ihr seht, uns geht's prima. Ja, und wir melden uns wieder. Ich würde mal sagen, entweder kurz vorm Einzug, ja, kurz vorm Einzug, und das übertragen wir dann aber erst, wenn wir eingezogen sind, mit einem Fazit. Ja, das glaube, das können wir jetzt so nicht sagen, das müssen wir ja merken. Also wie wir mit der Zeit hin. Wir melden uns wieder, das können wir uns so nicht sagen, aber wir melden uns wieder. Eben, genau, so machen wir. Also ich erstmal meinen Keks fertig. Der steht hier schon die ganze Zeit vor meiner Nase. Sollen jetzt alle Zuschauer dabei? Nein, den esse ich jetzt so. Könnt euch selber Kekse holen. Also, macht gut, danke fürs Zuschauen und bis dann. Ja, tschüss. Gute Zeit. Ciao.